Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Einige hatten sich ja ein Video gewünscht zu meinen Lieblings-Winterfrisuren und deswegen gibt es dieses Video heute für euch. Übrigens bin ich gerade aufgestanden, also so gehe ich meist einfach schlafen. Ich flechte mir dann die Haare. Das ist übrigens auch was man super im Winter tragen kann. Einfach schön hier an der Seite herunterflechten. Ich habe in irgendeinem Video mal erwähnt, ich weiß nicht mehr welches es war, ich bin ja so vergesslich, dass ich im Winter regelmäßig am Ausrasten bin. Es ist ja mit längeren Haaren so, dass die eigentlich, egal was man macht, immer nur stören. Jetzt habe ich meine Haare gerade aus dem Grund auch wieder ein kleines Stückchen abgeschnitten. Das heißt, so lang sind sie jetzt gar nicht mehr. Die gehen jetzt so, ja, bis zur Brust. Die waren ja noch ein bisschen länger. Je länger die sind, desto schlimmer ist es ja eigentlich. Und ich habe das Gefühl, im Winter kann ich eigentlich egal was machen. Es ist alles scheiße. Zusammenbinden geht bei mir halt auch nicht. Also jetzt einfach so in einem Zopf. Wenn ich die zusammen mache, dann mache ich die nicht hier unten zusammen, sondern halt hier oben binde ich sie zusammen. No? Und dann ist halt das Problem, dass ich Probleme habe mit meinen Mützen oder mit meiner Kapuze. Ich habe jetzt gerade mal zu Anschauungszwecken meinen Schal hier liegen. Wenn ich jetzt meinen Schal so anziehe, man hat ja erstmal dicken Pullover um. So, dann hast du diesen dicken Schal. Haare darunter einklemmen ist mega nervig. Das kratzt dann so am Hals. Kann ich nicht ab. Wenn ich die jetzt da rausmache, stehen die hier so ab. Und wenn ich dann noch die Jacke hier habe, stehen die ja hier hinten noch mehr ab. Und irgendwie stört mich das wahnsinnig. Dann hat man die dann meistens sowieso im Gesicht. Oder so finde ich auch ganz schlimm. Dann hat das, sieht ja alles auch so buschig aus, weil es so hochgedrückt wird. Ich finde es ekelhaft. Das Problem ist, zusammenbinden geht nicht, weil wenn ich hier einen Zopf habe und ich ziehe dann meine Mütze auf, dann passt das nicht. Oder das sieht halt so in die Länge gezogen aus, wisst ihr? Oder meine Kapuze, die ich an meiner Jacke habe, passt dann nicht mehr. Ich kann mir die dann nicht mehr ganz über dem Kopf ziehen wegen diesem Zopf hier. Deswegen, also zusammenbinden, hochbinden geht bei mir schon mal gar nicht. Deswegen, dafür habe ich mir jetzt schon eine kleine Notlösung einfallen lassen. Das ist eigentlich total simpel. Da sollte eigentlich jeder von sich selbst drauf kommen können. Aber manchmal ist es ja so, die wirklich einfachen Dinge, die übersieht man ganz gerne mal. Ne? Und zwar hatte ich mir, das habe ich nämlich zufällig gesehen, kann man sich im Grunde auch selbst machen, habe ich mir so eine Mütze hier gekauft. Ganz nebenbei meine Haare kämmen. Dann kann ich euch das nämlich auch gleich vorführen. Ich trage meine Haare ja liebend gerne wellig. Das heißt, ich flechte sie über Nacht. Und dann sind sie halt, ja, sowieso ein bisschen buschiger. Was ich auch immer ganz gerne mache, ist so ganz kleine Zöpfe flechten, so ganz, ganz kleine. Also so ein bisschen wie, oder als hätte man die gekleppt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie bei Christina Aguilera damals bei Lady Marmalade. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid und ob ihr das kennt. Aber ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, was dabei rauskommt. So, jetzt habe ich natürlich einen Pony. Das heißt, es ist besonders blöd gerade. Den werde ich jetzt bei diesem Beispiel einfach mal gar nicht stylen, weil im Winter jetzt, wenn ich Mützen trage, mache ich den eh meistens so zurück. Sonst stört mich das einfach wahnsinnig. So, es ist jetzt nicht der schönste Zopf der Welt, aber nur, um euch das zu zeigen. Na, dann hat man hier so eine Mütze. Die habe ich, wie gesagt, zufällig gekauft. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen. Die hat hier oben einfach so ein Loch mit einem Gummi. Kann man jetzt natürlich auch einfach selbst machen. Ne? Man nimmt sich einfach irgendeine x-beliebige Mütze, Beanie, macht sich oben ein Loch rein. Man kann dann noch so ein Gummi reinnähen oder was weiß ich. So, hier in dem Fall ist da halt so ein Gummi. Und dann kann man Zöpfe tragen. Man könnte die sich, wenn das jetzt hier ein bisschen schöner aussehen sollte, man kann sich einen Dutt machen, man kann sich eine Haarschleife machen, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Man kann sich die flechten oder was weiß ich. Jedenfalls stören die dann einfach nicht. Man kann sich die einfach zusammenbinden, sind nicht im Gesicht und man kann trotzdem eine Mütze tragen. Das Problem ist, ich muss Mützen tragen. Das hat so Anfang 20 bei mir angefangen, dass ich habe es diesen Sommer mal ausgetestet, als es kälter wurde. Alles, was unter 23 Grad ist, ich habe es wirklich ausgetestet. Wenn der Wind kälter als 23 Grad ist, kriege ich Ohrenschmerzen. Das heißt, ich muss irgendwas über meine Ohren geben. Und Stirnbänder, die mag ich, jetzt könnte man natürlich auch sagen, Stirnbänder tragen, denn dann kann man das natürlich auch machen, aber Stirnbänder rutschen bei mir immer. Ich weiß nicht, ob mein Kopf irgendwie eine komische Form hat oder was, Stirnbänder rutschen bei mir immer. Und deswegen halt Mützen. Es reicht auch nicht, einfach nur eine Kapuze drüber zu ziehen, dann pfeift der Wind da rein. Schal kann man nicht hoch genug ziehen, dann gucken die Ohren immer raus. Also Mütze ist bei mir Pflicht. Und sie stören nicht, sie hängen nicht im Gesicht, man kann trotzdem eine Mütze tragen. Also das ist so das Einfachste und Praktischste, was ich je in meinem Leben, glaube ich, gekauft habe. Ist eine echte Bereicherung, glaubt es mir. Im Winter, dadurch, was ich ja gerade schon erklärt habe, ne, dass die Haare dann immer irgendwie im Weg sind, muss ich halt immer schauen, dass gerade im vorderen Bereich alles frei ist. Also man kann sie ja gerne mal offen tragen, wenn man jetzt nicht zu dick eingepackt ist, sonst hasse ich das, wenn das alles so hoch steht. Aber was mich eigentlich immer stört, ist so dieser vordere
Bereich. Ne? Also jetzt gerade mit dem Pony, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den doch ein bisschen länger wachsen zu lassen. Dann mache ich den vielleicht schräg. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen, was ich mache. Und ich möchte euch auch sagen an dieser Stelle, dass alles, was ich euch hier jetzt zeige, ist eigentlich idiotensicher. Das kann jeder. Ich setze im Alltag einfach sehr viel Wert darauf, dass es einfach ist, dass es schnell geht, dass es praktisch ist. Ich habe keinen Bock, eine Stunde mich allein mit meinen Haaren zu befassen. Deswegen muss es alles schnell gehen. Ich hatte auch so ein paar Varianten immer mal wieder mit Flechten und so weiter, dass man sich das so ein bisschen zurückflechtet oder halt eben so einen Bauernzopf, französischen Zopf, was auch immer. Aber ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, wo ich euch sowas gezeigt habe, so ein bisschen was Aufwendigeres mit Flechten und dann noch aus Haaren so eine Schleifeform und so. Und da haben sich ja viele beschwert, dass das für sie schon zu schwer ist, weil sie nicht flechten können. Und ich habe immer gedacht, Flechten wäre so einfach, aber offenbar ist das für viele echt schwer, keine Ahnung, manche verknoten sich dabei offenbar die Fingerchen oder was. Deswegen zeige ich euch jetzt nur Sachen, die wirklich idiotensicher sind, die wirklich jeder kann, auch wenn er ein bisschen ungeschickt mit den Fingern ist, wenn er da nicht so talentiert ist. Mein bester Freund, definitiv diese kleinen Spänkchen hier. Was super einfach und schnell geht natürlich, ist die Haare einfach offen lassen, alles zurückkämmen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Könnte man dann eben Locken reinmachen oder Wellen, je nachdem, was man von Natur aus auch hat oder wenn man es glatt mag. Von mir aus auch das. So, und damit es nicht stört, klipse ich die hier jetzt einfach zurück. Da kann man natürlich auch variieren. Ne? Man kann jetzt sagen, so, ich mache mir hier einen Scheitel und klipse die dann jetzt alle zu der Seite und die anderen zu der Seite. Oder man macht es alles einfach nur zurück in regelmäßigen Abständen. Man könnte jetzt natürlich auch noch variieren, dass man sagt, das sieht mir so zu langweilig aus, ich flechte mir die jetzt hier zurück, was ja viele aber nicht können, deswegen lasse ich es an dieser Stelle. Oder man dreht einfach so ein bisschen, ne? Einfach eindrehen, so, klippt die dann zurück. Das sollte jeder hinbekommen. Sieht auch schon mal nicht ganz so langweilig aus. So, da kann man dann auch wie so ein Bauernzopf quasi, dass man sich einen so ein Stück abtrennt, dreht, dann teilt man sich hier noch ein Stück ab, nimmt das dazu, dreht weiter. Dann nimmt man sich noch ein Stück dazu. Ich mache das immer hier so bis, wo das Ohr endet. Ne? So könnte man sich das jetzt hier auch zurückstecken, entweder mit einem Gummi oder mit einer Spange. Man muss ja auch immer gucken, wie dick sind die Haare. Halten die das aus? Ja, hier ist jetzt schon gerade kritisch, aber das geht noch. So, das sieht schon auch nach was aus. Das könnte man jetzt hier überall auch verschieden machen. Entweder einfach zurückklemmen, drehen oder so drehen. Verschiedene Varianten. Da kann man ja schon ein bisschen kreativ sein. Das geht verhältnismäßig schnell. Alle weg. Ich habe schon keine Spangen mehr. Ich sollte eigentlich genug haben. Gut, dann muss ich jetzt einfach mal hier gerade eine pinke nehmen. Das passt jetzt nicht, aber ich weiß nicht, wo die ganzen schwarzen abgeblieben sind. Ich muss die gleich mal suchen. So, was hier absteht, kann man mit Bobbypins wegklemmen. Man kann natürlich auch Haarspray benutzen oder Gel oder sowas, aber davon bin ich ja überhaupt kein Fan. Ich hasse Styling-Produkte. So, das ist ja schon wirklich das Einfachste. Das geht super schnell. Man hat das Gesicht frei, selbst wenn es ein bisschen windig ist, dann hat man maximal das hier so vorne. Das sieht ja auch schön aus, offene Haare. So, gerade wenn man Probleme mit Kopfschmerzen hat, sollte man sich die Haare nur relativ locker zusammenbinden. Dann sollte man die lieber nur normal feststecken und nicht drehen. Also ich habe das dann manchmal auch über Stunden, dass mir das dann zu fest wird. Und was ich auch immer ganz süß finde, ist, wenn man dann so bunte Spangen noch nimmt. Aber das wäre bei mir, glaube ich, ein bisschen zu viel Farbe. Also wenn ich jetzt schwarze Haare hätte oder so oder ganz weiße, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Aber wenn man eh schon bunte Haare hat, ist das jetzt für mich persönlich too much. Aber das ist ja Geschmackssache. Pony habe ich heute gar keinen Bock. Wie immer eigentlich. Warum habe ich den eigentlich? No one knows. Heute mache ich meine Haare mal komplett zusammen. Da gibt es auch eine ganz einfache Frisur, was eigentlich auch jeder hinkriegen dürfte. Jetzt habe ich eine Strähne vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich mache mir einen Zopf. Relativ tief im Nacken, also so tief, wie es eigentlich nur geht. Das Gummi mache ich jetzt nicht allzu fest. Das sind Gott sei Dank neue Gummis, die sind relativ flexibel. Dann ziehe ich das ein kleines bisschen runter, suche mir hier die Mitte. Dann zieht man sich das hier durch die Mitte nach unten durch. Jetzt lege ich hier meinen Finger drauf. Muss es noch ein bisschen weiter lockern, so. Lege hier meinen Finger drauf. Und jetzt schiebe ich das immer wieder hier von oben durch das Loch. Das mache ich so lange, bis es nicht mehr geht. So, jetzt sind meine Haare irgendwo hier drin. Ich bin Erklärweltmeister, merkt man. So, jetzt nehme ich mir einen Bobbypin.
und muss meine Spitzen hier feststecken, damit es nicht wieder rausgeht natürlich. Das kann man dann auch so ein bisschen auseinanderfächern. So, dann muss man halt schauen, ne, ob hier noch irgendwo ein paar Spitzen rauskommen, sonst muss man die halt feststecken. Jetzt habe ich das alles völlig ohne Spiegel gemacht. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie es aussieht. Ich persönlich mag es, wenn es so ein bisschen unruhiger ist, das heißt nicht alles so gleichmäßig ist. Man kann das aber auch komplett gleichmäßig nach außen ziehen. Ne, ich mag das auch, wenn dann so ein paar Strähnen hier rauskommen. Aber das kann man machen, wie man will. Entweder ordentlich oder so ein bisschen crazy. Ich bin ja auch ein großer Fan von Improvisation. Das heißt, einfach mal mit meiner Haarbox hier von Spiegel setzen und einfach mal machen und gucken, was dabei rauskommt. Also da kamen bei mir schon die interessantesten Dinge raus. Manchmal sah es scheiße aus, manchmal sah es gut aus. Also auch da kann man sich einfach mal so ein bisschen kreativ betätigen und manchmal kommen da echt ganz gute Sachen raus. Ich habe mir jetzt ganz viele weiße Haarbänder gekauft und wollte die dann mal, wenn ich mir die Haare töne, immer einfärben, damit ich das passende Gummi zur Haarfarbe habe. Aber dann dachte ich mir, hey, diese durchsichtigen sind ja auch ganz gut. Vor allem, wenn man so Frisuren macht, wo man die dann im Ende durchschneiden kann einfach. Aber ich finde die auch zum so nutzen sehr gut. Normalerweise, wenn ich das jetzt mache, mache ich es immer so, dass ich das hier noch oben flechte. Dann sieht es noch schöner aus, aber wir haben ja gesagt, kein Flechten. Also mache ich es jetzt komplett ohne Flechten. Dann teile ich das einmal. Und jetzt nehme ich von außen eine kleine Strähne und ziehe die auf die andere Seite. Genau das mache ich auf der anderen Seite. Ich nehme mir eine kleine Strähne und ziehe die auf die andere Seite. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das schwerer als Flechten findet oder einfacher, aber das hat ja auch einen ganz schönen Effekt. Hat allerdings den Nachteil, dass es ein kleines bisschen dauert. Das macht mich immer so ein bisschen ungeduldig. Man kann dann auch so ein bisschen ungleichmäßig arbeiten. Also man kann mal eine dickere, mal eine dünnere Strähne nehmen. Das sieht auch ganz schön aus. Andere mögen es halt eher, wenn es gleichmäßig aussieht. Das ist immer Geschmackssache. Ist dieser Messi-Hairstyle eigentlich noch in? Ich weiß noch, als alle Welt Messi-Hairbuns getragen hat. Das fand ich so lustig, weil viele haben sich so darüber aufgeregt. Warum ist jetzt alles Messi? Aber ja gut, ne? So kommen und gehen die Trends halt. Jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Wenn man es jetzt noch messy haben wollen würde, müsste man das jetzt hier auseinanderziehen, dass da einzelne Strähnen rauskommen. Mache ich jetzt aber nicht. So, jetzt zeige ich euch aber gerade nochmal zum Vergleich, wie ich das sonst immer mache. Also, ich flechte das halt hier oben. Dann sieht es einfach schöner aus, als wenn der Zopf erst da unten anfängt. Aber das ist Geschmackssache. So, das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Und jetzt das gleiche Spiel auf dieser Seite. Nicht geflochten. Sieht aber auch geiler aus als Flechten, finde ich persönlich. Oder was mögt ihr lieber? Mögt ihr lieber Flechten? Oder mögt ihr lieber so Fischgrätenzopf? Es gibt ja auch verschiedene Varianten. Man kann ja mit 3 Strähnen flechten, mit 4 und mit mehr. Das ist schon schön. Aber gut, damit wollen wir jetzt hier nicht anfangen. Also das persönlich mache ich lieber im Alltag. Mit Flechten kann man aber auch ohne. Das wird jetzt, denke ich, erstmal die letzte Variante, sonst wird das Video wahrscheinlich viel zu lange. Aber wir können sowas ja gerne nochmal wiederholen, wenn ihr Bock habt. Dann vielleicht mal für Fortgeschrittene mit Flechten. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt oder was ihr vielleicht sonst so vorschlagen würdet. Ich dürfte ja auch immer gerne Vorschläge machen. Oh, es ist so früh, es ist noch gar nicht dunkel. Oh, nein. Moment, es ist noch gar nicht hell. So, das meinte ich. Ja, genau das. Auch sehr, sehr einfach. Stellt euch mal vor, ihr teilt euch da, also diese Partie hier in 2 Teile. Teilt das ab ungefähr bis zum Ohr, bis wo das Ohr anfängt hier. Das kann man zum Beispiel auch mit Flechten machen. Das ist in diesem Video ja tabu. Ist auch eine gute Möglichkeit, um das einfach vorne hier aus dem Gesicht zu bekommen. Einfach drehen oder einfach nur zusammenbinden, ohne irgendwas zu machen. Drehen, flechten, was weiß ich. Und dann einfach hinterm Kopf zusammenbinden. Also muss ich euch eigentlich nicht zeigen, ihr seid ja nicht blöd, aber trotzdem. Ne? Dann einfach hier
zusammenbinden. Mit einem Gummi oder mit einer Klammer, wie man Bock hat. Ich nehme jetzt mal wieder hier meine durchsichtigen Gummis. Jetzt nehme ich diesen unteren Teil hier und mache damit genau dasselbe. Das drehe ich jetzt auch hier beides und binde die ebenfalls hinten zusammen. Das könnte man jetzt beliebig oft noch machen. Wenn mein Pony jetzt zum Beispiel länger wäre, könnte ich den auch noch nach hinten rüber, also so in zwei Teile drehen und dann auch nochmal hier befestigen, würde auch gut aussehen. Das ist zum Beispiel was, da braucht man auch eigentlich keinen Spiegel für. Das kann man eigentlich morgens im Halbschlaf, so wie ich gerade, kann man wirklich, das kann man mit Flechten, mit Drehen oder einfach nur so zusammenbinden. Man kann sich mehrere Passés abteilen, dann sieht es cooler aus. Man kann die noch miteinander, ineinander verflechten oder man flechtet das Stück hier jetzt noch runter. Da gibt es so viele Varianten. Da kann man einfach machen, worauf man gerade Bock hat. Aber das ist wieder was super Einfaches, was jeder kann. So, damit das Video nicht zu lang ist, kommt jetzt erstmal keine Frisur. Wie gesagt, falls ihr Bock habt, kann ich noch mal eins machen. Ich bin auch hundemüde, deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Könnt auch gerne Feedback da lassen, Vorschläge fürs nächste Mal. Und dann, ja, sage ich bis nächstes Mal. Ich bin müde, tut mir leid. Tschüss.